Hallo, in diesem Videotutorial geht es um JavaScript. JavaScript ist eine Skriptprogrammiersprache. Sie wird häufig für die Erweiterung von HTML, also Webseiten, eingesetzt. jQuery wurde zum Beispiel in JavaScript programmiert. JavaScript kann aber auch auf Serverseite benutzt werden. Als Beispiel ist hier das Framework Node.js zu nennen. Es gibt mehrere Varianten, um JavaScript in HTML Dokumente zu integrieren. Die erste Möglichkeit, eine externe JavaScript-Datei, wird mittels Script-Tag, siehe Zeile 6 und Attribut src eingebunden. Und das ist die externe JavaScript-Datei. Die zweite Möglichkeit, die einzelnen JavaScript-Anweisungen direkt in Script-Tag zu schreiben. Siehe Zeile 11 bis Zeile 14. Hier fängt das Script-Tag an und hier endet das Script und dazwischen stehen die einzelnen JavaScript-Anweisungen. Befehle werden am Ende durch ein Semikolon gekennzeichnet. Okay, Dokument.write. Das bedeutet, der Text, der in den Klammern steht, wird dann ins Dokument geschrieben, wird ausgegeben. Und die dritte Möglichkeit, um JavaScript zum Beispiel einzubinden, ist bei den Links. Siehe Zeile 16. Dann steht als Ziel JavaScript Doppelpunkt und dann eben die Anweisung. Hier wird ein Fenster mit dem Text Hallo JavaScript geöffnet. Okay, und das Ergebnis sieht dann so aus. Hallo JavaScript kommt von den beiden Anweisungen, die einmal in Zeile 12 geschrieben ist, die eine Anweisung und die zweite Anweisung in Zeile 13. Und der Link, der kommt von Zeile 16. Und klicke ich drauf, wird ein Fenster geöffnet mit dem Text Hallo JavaScript. Mit Schrägstrich. Schrägstrich wird eine einzelne Zeile in JavaScript als Kommentar markiert. Das heißt, die Anweisung wird von dem Browser nicht gewertet und nicht ausgeführt. Speichern und Seite neu laden. Das Hallo ist weg. Alles, was zwischen Schrägstrich Sternchen steht und Sternchen Schrägstrich, steht ebenfalls als Kommentar. Wird ebenfalls als Kommentar gesehen und nicht ausgewertet. Okay, speichern und Seite neu laden. Ciao und viel Glück.